Hallo, liebe Freunde. Oh nee, warte, vom Moment, falsche. Hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen. Ja, gestellte Intros sind immer die besten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Wir sind wieder da und wir geben dem Castro jetzt mal keine Heilung. Ich möchte nämlich mal mit Toni Kroos statt Castro spielen. Ich weiß nicht, Castro ist zwar nicht schlecht, aber irgendwie hat er mir in der letzten Zeit zu viele Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, irgendwas lief da nicht. Aber dem Lewandowski, der hat nämlich eine Fußverletzung und der kriegt natürlich von uns eine wunderbare Heilungskarte, denn Lewandowski ist für diese Mannschaft unersetzlich. Jawohl. Ich adle ihn in den höchsten Tönen. Wir können ja mal kurz gucken bei den Statistiken. Können wir mal kurz gucken, wie viele Tore der denn bisher geschossen hat. Ja, guck mal hier. 131 Tore. Wir sortieren mal nach Toren. 129, hier sehen wir es. Tore in gespielten 182 Spielen. Das ist der Hammer. Das ist der reinste Wahnsinn. Robben mit seinen 76 Toren in 221 Spielen ist aber auch nicht schlecht. Also muss man auch sagen, ist wirklich ordentlich. Das sind ordentliche Werte. Da mache ich doch glatt mal meinen Daumen nach oben und verneige mich vor dieser Mannschaft. Und vor dieser Mannschaft verneige ich mich auch, wenn wir jetzt den nächsten Sieg einfahren würden. Das wäre super geil, da hätten wir nämlich 10 Punkte aus 4 Spielen. Und dann steht das um die Meisterschaft gar nicht mehr so schlecht. You always one step behind. You always one step behind for me. Oh Gott. Was ihr das nehmen, dann nehme ich das hier. Österreich. Der nimmt einen österreichischen Trikot. So, ich trinke nochmal kurz einen Schluck, während hier die Mannschaft kommt. Oh, der schaust mir da. Und der Lausch. Der spielt ja nur mit Österreichern. Ist ja der Hammer. Nee, ist echt cool. Der hat ein komplett österreichisches Team. Gut, vom Trainer mal abgesehen, aber ich glaube, liebe Freunde, das wird eine ganz, ganz heiße Nummer jetzt. Ich hoffe mal, dass die uns jetzt hier nicht vom Platz fegen. Das ist immer so eine Sache mit Silberteams, wenn man gegen Silberteams spielt, das ist immer doch sehr unangenehm. Lewandowski. Gündogan darf gerne laufen, macht er auch. Hat er auch Bock drauf. Der Gündogan! Groß und rum! Irgendwann fängt irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Und das Lied, das ist schön. Ich mag das Lied. Von Nina und Kim Wilde, ne? Groß! Boah! Oh, Holzhauser! Seil! Rom! Komm, wir probieren mal was. Ja! Oh, es kommt jetzt. Jetzt kommt Ronaldo, Neymar und Messi auf einmal. Und das wäre übel, ey. Da würde ich doch komplett ausrasten. Tja. So, Lightgap. Oh, den kriegen wir. Aber es ist Abseits. Kein Abseits? Ich dachte, Lewandowski würde da vielleicht ein Abseits stehen. Tut er aber nicht. Rom. Weißt du, der Gegner kriegt für sowas immer Freistöße, ey. Ich verstehe das nicht. Warum wir dann die Freistöße kriegen? Mann! Oh, der Marco, der Shooter. Vorsicht, Achtung! Boah! Ah, Pissschick, was macht der denn? Was macht der denn? Vorsicht, Flanke kommt. Pass kommt. Oh, Alter, Boateng. Schön, Özil. Und Reus muss da oben jetzt mal ein bisschen Dampes geben, mal die Füße qualmen lassen. Ah. Vorsicht. Ah, Gündogan ist da. Und Robben! Nein, das gibt's doch gar nicht! Hummels mit der Flanke ist auch nicht schlecht. Groß! Und Gündogan, der lässt das Ding fliegen! Ah.
Vorsicht. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Wichtig vom Pisscheck. Oh. Soriano. Soriano. Pass in die Mitte. Aber dann. Eckball. Na, ich sag ja, das Team ist ungemütlich. Die sind schwer zu bespielen. Ja, siehst du, da sieht doch der Kleine so. Oder war das ein Tier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Daddy, das Kleine. Der Hummels ist da. Kommt aber dann doch direkt eine lange Flanke. Und Lewandowski gegen 2. Gegen 3. Und beim dritten ist dann Schluss. Sabitzer. Boah! Wie der dann runterfliegt hinten. Ich glaub's ja wohl. Ich war da nur abgefälscht? Ja, war er. Alter! Krass. Jau. Sabitzer! Alter, der, was hat der denn für Schüsse drauf hier? Schon der Wahnsinn. Alaba. Reus und Kroos. Macht er gut, wie er da vorbeigeht. Und dann ist aber Schluss. Once again. Dann ist Schluss für den Toni. Hummels macht das stark, dann ist es halt mal ein taktisches Foul. Da kann man mit leben. Klasse Parade vom Torwart gegen Robben. War natürlich auch sein schwacher Rechter. Aber gut, so einen darfst du dann halt auch mal reinmachen. Auch wenn du halt Linksfuß bist. Reus. Oh, im richtigen Moment auf Robben. Überzahlspiel. Genau so muss es laufen. Reus. Reus! Wohin ist der denn, der Bursche? Eigentlich alles richtig gemacht. Alles richtig. Und dann so ein Käse. Robben. Ja, ja. Wenn du in der Mitte mitgehst, Bursche. Wenn du in der Mitte läufst. Und dann nicht irgend so einen Käse veranstaltest. Dann wären wir hier durch gewesen. Oh, Reus lässt sich da überlaufen, das ist auch geil. Ja, Robben. Robben! Robben! Was ist denn hier los? Oh, so knappe Kisten da dauernd, ey. Özil verliert da zu leicht den Ball. Sabitzer. Sabitzer. Ja, Schlitzer. Drauf da jetzt, komm. Oh, Vorsicht. Ah, gut gemacht. Am Ende. Toni Groß sieht da unten einen Robben. Jetzt vielleicht mal auf Reus da oben. Ne. Alle wieder im Vorwärtsgang. Soriano. Stark, Pisscheck. Läuft bei ihm. Und da unten ist ein Robben. Oh, es ist Abseits. El Fico Grande. 43. Spielminute. Im Moment noch 0-0. Im Moment sind wir kein Deut weiter als vorhin. Beim Anstoß. Aber wie gesagt, das Spiel, dachte ich mir schon, dass das ein bisschen ungemütlicher wird. Weil das halt so eine Silbermannschaft, das ist immer nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Boateng. Oh, was war das denn? Abseits. Okay. Alaba. Groß. Lewandowski versucht sich da irgendwie durchzuwurschteln. Currywurschtel. Und Robben. Kriegt den. Ey, der hält mich fest. Alter, der hat mich festgehalten am Trikot. Was zur Hölle?
Also sagen wir es mal so, wir werden in diesen bisherigen 4 Spielen, in dieser letzten, wahrscheinlich letzten FIFA 15 Ultimate Team Season auf jeden Fall nicht bevorteiligt, was die Schiedsrichterentscheidungen angeht. Das kann man auf keinen Fall sagen. Jetzt ist Halbzeit. Meine Fresse, ey. Puh. Oh, ist aber relativ ausgeglichen, also dafür. Wir haben halt, gefühlt haben wir schon besser gespielt, aber. Wie gesagt, der hat auf jeden Fall sehr gut mitgehalten mit seinem Silberteam, aber das ist ja das, was ich immer sage. Jetzt bringt der Jesus Navas, was? Das ist aber kein Österreicher. Und Aubameyang. Ah, das sind mir ja die richtigen. Schaut's mal, ich hab ein Silberteam. Und dann aber Aubameyang, Jesus Navas und wahrscheinlich noch irgendwie, keine Ahnung. Babo oder wie der hieß da. Ibabo auf der Bank. Das sind wir die Richtigen, ey. Das sind wir die Richtigen. Und dann aber sagen, ich habe mit dem Silberteam Pokal gewonnen. Du Drecksau. So, Lewandowski, kriegt er den? Nein. So. Da ist er. Aubameyang. Aber war das ein Foul, Alter? Komm mal, oder? Ach, Müller hat er jetzt plötzlich auch. Interessant. Was willst du jetzt, ein Elfmeter? Ist das dein Ernst? Ernsthaft, Bruder? Ja, sehe ich auch so. So, der Müller-Boy ist verletzt. Aber macht gar nichts. Das ist ein Kämpfer. Hummels. Oh, ja, das könnte. Das könnte das Tor werden. Ja. Was Neuer da genau probiert, weiß ich nicht. Was Aubameyang für Stahlfüße hat, weiß ich nicht. Boah, sieht Neuer da schlecht aus. Da muss er ihn halt wegsensen. Gibt's halt Elfmeter. Ist halt dann so. Aber da sah er richtig schlecht aus gerade. Schön gespielt. Oh, und dann kriegt er seinen Kopf da irgendwie hin. Das gibt's doch ja nicht. Und wir schaffen es nicht, da mal ein bisschen dazwischen zu gehen. Oh, jetzt kommt er mir mit seinem... Es ist halt echt ein bisschen hässlich, weißt du? Er macht da einen auf Silberteam und dann holt er Aubameyang da aus dem Hut. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ich habe ja noch Robben hier. Ja. Schön. Das war jetzt kein Foul gerade. Och, Groß, wo schießt er denn hin? Der spielt ja genauso scheiß Pässe wie Castro. Was ist los? Schön. Es klappt gar nichts. Keine Möglichkeit, mal das Spiel ein bisschen aufzubauen. Keine Möglichkeit. Und jetzt rennt er mir da mit Müller durch. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh. Aber wir müssen ein bisschen in die Offensive gehen. Alter! So. Özil. Och, was ist das denn? Ey, das ist ein Pipifax gespielter Ball. Den nimmt dir jeder A-Jugendspieler, nimmt der dir den an. Was zur Hölle? Oh Gott. Oh, das ist doch so hässlich. Ja, komm, jetzt kommt er mir mit Soriano da durch. Und Neuer. Mein Gott, ey. Mein Gott. So, Hummels. Soriano. Ball auf Reus. Kommt nicht an. So, Reus. Hä, hey, was? Alter. Ja, wo ist denn Marco Reus? Der bleibt da unten nur wo stehen. Warum? Och, komm, Alter. Ey, manchmal verliere ich ein bisschen den Glauben an dieses Spiel. Ja. Jetzt rennt er mir mit Aubameyang durch. Stressig. Richtig stressig. Groß kriegt den Ball nicht.
Das wird scheinbar wieder nur ein Unentschieden wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Soriano. Naja. Ey. Das ist eine Katastrophe, ist das. Oh Gott, ey. Ja, Pass von... Ja gut, Boateng ist halt kein Spielmacher. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Groß. Robben. Robben. Ja, das muss man per Kopf machen. Robben! Ja. Aber er bringt einen aufs Tor. 81. Minute, wie gesagt. Das wird wieder nur ein Unentschieden. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, alle Spieler orientieren sich weg vom Ball. Alle. Warum? So. Pass auf Robben. Es ist kein Abseits. Oh. Ey. Ich verliere manchmal echt den Glauben. Es ist echt unfassbar einfach nur. Stark von Boateng. Der steht da hinten aber auch. Das ist unfassbar. Also nicht Boateng, sondern dem seine Abwehr. Boateng. Ach, Lewandowski meine ich. Das gibt's doch gar nicht. Oh, der Ball. Er geht auf den, der im Abseits steht. Ich krieg nicht mehr. Ich krieg mich nicht mehr. Robben wäre durch gewesen. Robben wäre durch gewesen. Alter. Weißt du, wenn ich ein schreiendes Kind zu Hause habe, mache ich Kinect aus. Ganz einfach. Ja, komm. Ja, komm. Es pisst mich einfach nur an. Unfassbar. Es ist unfassbar. Unglaublich. Der baut sich ein Silberteam, um dann den Vorteil zu bekommen, den spielerischen, und wechselt dann Spieler wie Aubameyang und Jesus Navas ein. Also bitte. Ey. Und dann dieses Geplägel die ganze Zeit. Wenn das durchgehend ist, ist es kein Ding, aber wenn das so ständig schreckhaft kommt, Alter, das macht mich aggro. Richtig aggro macht mich das. Meine Fresse. Unnötige Niederlage. Unnötiger geht's gar nicht. Und gerade die Aktion, wo es mich richtig angepisst hat, dass der Ball auf Lewandowski geht, obwohl Robben oben durch gewesen wäre. Richtig, richtig zum Kotzen einfach nur. Naja. Was willst du machen? Niederlage. Die erste. Und ich glaube, mehr dürfte jetzt auch gar nicht sein. Ne? Ich glaube, ein Unentschieden, eine Niederlage dürfen wir uns gerade so erlauben. Mehr aber auch nicht. Mal kurz rechnen. 3x6. 6x3. 3x6 sind 12. 18. Ja, würde noch hinhauen, aber wir müssen jetzt alle 6 Spiele gewinnen, mal wieder. Kennen wir ja schon die Ausgangsposition. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sag sorry fürs Ragen und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Morgen 15 Uhr. Joa, bis dahin.